Jahr 2022 veränderte sich mein Leben auf eine Weise, wie ich es nie erwartet hätte. Es begann mit einem Gefallen, den ich einer anderen Person erwies. Was das für ein Gefallen war, ist für den folgenden Bericht nur nebensächlich, daher soll darauf nicht näher eingegangen werden. Als ich diesen Gefallen erledigt hatte, bekam ich das wohl größte Kompliment, denn diese Person sagte zu mir: Du bist ein Engel. Ich weiß, dass das nur so eine Redewendung ist, aber in diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass mit diesem einen Satz hunderte meiner Fragen beantwortet wurden. Dieser Satz schien mir nicht zufällig gewählt, sondern fast akribisch geplant. Um das zu verstehen, muss ich auf meine Kindheit eingehen. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, wuchs liebevoll auf und es fehlte mir an nichts. Aber etwas war anders. Ich bin aufgrund gewisser Dinge oft aufgefallen. Manche Fähigkeiten zeigten sich bei mir früher oder ausgeprägter. Ich konnte schon frühzeitig kurze Abfolgen von Buchstaben lesen. Ich konnte die Zeit ziemlich genau angeben, obwohl ich die Uhr noch nicht ablesen konnte. Ich konnte mir schnell zusammenhängende Texte wortgetreu merken. Und ein paar andere Dinge. Das erstaunlichste Detail war, dass sich unruhige Kinder in meiner Gegenwart schnell veränderten. Das war mir selbst damals gar nicht so stark aufgefallen, erinnern kann ich mich aber noch, auch durch Erzählungen. Im Kindergarten hatten wir einen Jungen in unserer Gruppe, vor dem hatten alle Angst, weil er ständig andere schlug, schrie und biss. War ich in seiner Nähe, waren diese Verhaltensweisen verschwunden. Das zog sich auch durch die darauffolgende Schulzeit. Lehrkräfte setzten störende Mitschüler sogar absichtlich neben mich, weil sie erkannten, dass diese dann ruhig und aufmerksam sein würden. Auch dazu gab es einen bestimmten Vorfall, der mir bis heute im Gedächtnis blieb. Ein Junge kam neu in unsere Klasse und fiel durch starkes Fehlverhalten auf. Er bekam Wutausbrüche, schrie, schlug Mitschüler und Lehrer, auch biss er sie. Dann wurde er neben mich gesetzt und schon war er ruhig und aufmerksam. Als ich einmal den Raum kurz für einen Gang zur Toilette verließ und wieder zurückkam, stand der Junge wütend vor dem Klassenzimmer. Er hatte in meiner Abwesenheit wieder einen Wutausbruch, griff unsere Lehrerin mit seinem Lineal an und verletzte sie. Eigentlich trat ich anderen Menschen immer unvoreingenommen gegenüber, war immer bemüht, jeden gleich und gerecht zu behandeln. Aber nachdem er die Lehrerin verletzt hatte, wollte ich ihm nicht mehr unvoreingenommen helfen. Mir war klar, es gibt Gut und Böse und war der Meinung, dass er seine Strafe irgendwann bekommen wird. Ich glaubte auch damals wie heute an ein Leben nach dem Tod. Offenbar hatte ich schon immer eine Verbindung zur spirituellen Welt. Warum konnte ich mehr als andere? Warum änderten sich Menschen in meiner Gegenwart zum Guten? Warum war mein Sinn für Gerechtigkeit immer schon so stark ausgeprägt? Und warum war mir das Leben nach dem Tod so seltsam vertraut? All diese Fragen schienen mit dem Satz „Du bist ein Engel“ beantwortet. Anfang 2023 begann ich, mich mit Engeln zu beschäftigen. Ich erkannte mich in den Informationen wieder und fühlte mich bestätigt. Dann, eines Abends, lag ich im Bett. Plötzlich schoss mir blitzschnell dieser Satz durch den Kopf. Wenn du dein Leben genossen hast, kannst du zu uns zurück. Dann, noch innerhalb dieser Sekunde, überschwemmte mich ein Gefühl von Glück und Liebe. Ich war mir sicher, dass dies eine Botschaft der Engel war, weil dieser Gedanke überhaupt nicht zu meinen anderen Gedanken an diesem Abend passte. Im Anschluss kontaktierte ich die Engel öfter. Sie gaben mir zu verstehen, dass ich der einzige Engel in meiner irdischen Familie bin und von Gott gesegnet wurde, um auf die Erde zu kommen. Meine Aufgabe sei es, hier auf der Erde Wahrheit und Gerechtigkeit zu fördern, da es viele Menschen nicht mehr ausreichend tun würden. Ich sei ein Engel Gottes, der mit Worten arbeiten müsse, womit sich erklärt, dass ich so früh lesen konnte und mir Texte schnell und lange merkte. Nun kommt erst der Höhepunkt meiner bisherigen Erfahrungen. Bis jetzt spielte sich alles in der irdischen Dimension ab, doch das änderte sich mit diesem Ereignis. Es war in diesem Sommer 2023. Das Wetter war schön und es war warm. Ich legte mich auf die Bank im Garten, um das Wetter zu genießen. Ich machte die Augen zu, schlief aber nicht. Ich war mir zu jeder Zeit vollständig bewusst, dass ich im Garten döste. Plötzlich sah ich vor meinem Inneren eine Blumenwiese.
Sie war nicht sehr breit, vielleicht 100 Meter, dafür erstreckte sie sich in der Länge bis zum Horizont. Es sah aus wie eine Landebahn aus Gras und Blumen. Links und rechts standen dunkle Nadelbäume und bildeten einen Wald auf beiden Seiten. Ich konnte in das Geschehen nicht eingreifen. Ich war als Person nur Zuschauer und schaute durch die Augen meines geistigen Ichs. Dann sah ich, wie Lichtwesen links und rechts der Wiese aus dem Wald kamen. Instinktiv wusste ich, dass es Engel waren. Sie waren nicht größer als durchschnittliche Menschen, strahlten ganz weiß und hatten weder Flügel noch einen erkennbaren Körper. Ob ich einen Körper hatte, weiß ich nicht. Gesehen habe ich ihn jedenfalls nicht. Die Engel stellten sich abwechselnd zwischen die Bäume. Engel, Baum und so weiter. Es sah aus, als würden sie Spalier stehen. Von vorn kam auf einmal ein riesiger Engel auf mich zu. Er konnte fliegen, seine Flügel sah ich zwar nicht, aber ich spürte seinen Flügelschlag. Dann stand er vor mir. Er war so groß, dass ich nicht einmal seine untere Hälfte einsehen konnte. Ich wollte es auch gar nicht. Er war so erhaben und majestätisch. Dann kommunizierten wir. Er sprach mit meiner heutigen Stimme, aber eher in Form einer Gedankenübertragung. Er sagte: Mein großer Freund, deine Dienste werden gebraucht, daher schicke ich dich nun auf die Erde. Interessant war, wie er mich nannte, denn mein jetziger Vorname bedeutet der große Freund. Ich trage also hier im irdischen Leben einen entsprechenden Namen. Dann drehte ich mich zum ersten Mal um und sah die andere Seite der Wiese. Sie war genauso breit und erstreckte sich auch bis zum Horizont. Es sah identisch aus, doch die gesamte Umgebung wurde von einem riesigen Bauwerk überspannt. Vergleichbar ist es vielleicht mit dem Brandenburger Tor in Berlin. An der Spitze des Bauwerks war ein goldener Stab, der wie ein Blitzableiter in die Höhe ragte. Er zeigte auf ein gelb-rotes Licht, welches wie eine Lichtblase dort oben schwebte. Der große Engel hinter mir sagte wieder mit meiner Stimme: Geh! Es klang bestimmend, aber auf keinen Fall böse, eher motivierend. Ich flog zu dem Licht hinauf und hörte meine Flügel schlagen. Die Wiese unter mir wurde immer kleiner. Dann flog ich in die Blase aus Licht. Sie hatte sich geöffnet und verschloss sich wieder. Dann verging Zeit, keine Ahnung wie viel. Die Blase öffnete sich wieder, diesmal oberhalb von mir. Ein kaltes, weißes Licht kam mir entgegen und ich wusste, das ist die Geburtsstation. So begann mein irdisches Leben. Danach war dieser Film zu Ende. Ich öffnete die Augen und lag auf der Gartenbank. Alles war ganz normal. Aber jetzt, nachdem ich das alles sehen durfte, gibt es für mich keine Zweifel mehr, dass ich in meiner Natur das bin, was wir auf der Erde Engel nennen. Und ich bin sicher nicht der Einzige, das ist mir auch klar. Meine Aufgabe ist es, Wahrheit und Gerechtigkeit zu stärken, und das mache ich auch. Ich teile hier meine Wahrheit, weil alle Menschen, die dafür offen sind, Trost darin finden, dass Engel auf der Erde sind. Trotzdem möchte ich vorerst anonym bleiben. Aber das ändert sich vielleicht, wenn die Welt etwas offener für das große Ganze wird.